Aachen ist eigentlich das Turnier, wo ich glaube, nicht nur ich glaube, ich kann da für alle Reiter sprechen, wo immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling ist. Wo auch alle ein bisschen Respekt vorhaben. Aachen ist irgendwo unberechenbar. Jetzt haben wir 9:30. Der Tag hat heute Morgen begonnen um 7:30. Da habe ich eigentlich keine turniervorbereitenden Sachen mehr gemacht. Da war ich ganz normal bei mir im Büro. Dann bin ich in den Stall gegangen, habe da eigentlich die letzten Vorbereitungen getroffen, obwohl wir gestern eigentlich alles schon beendet haben. Das heißt, LKW gestern schon gepackt haben. Klausi wurde gestern ganz normal geritten. Hallo, guten Morgen. Bitte? Ja, springen. Jo. Gut? Passt? Ja, das ist noch gültig. Alles klar. Perfekt. Gut. Danke schön. Alles klar. Alles klar. Leitplan jetzt für heute sieht so aus. Klausi geht jetzt ein bisschen spazieren, einfach nur an der Hand. Dann ist um 13 Uhr der Wettcheck. Dann gehen wir direkt nach dem Wettcheck, also geht er nochmal in die Box, isst ein bisschen. Dann werden wir ihn fertig machen zum Reiten, weil wir können um 14.30 Uhr einmal hier auf den Hauptplatz drauf, um die Pferde ein bisschen zu arbeiten und zu versuchen, an die Atmosphäre zu gewöhnen. Gut, momentan sind jetzt noch keine Zuschauer da, um 14.30 Uhr auch noch nicht. Aber es hilft trotzdem, dass die Pferde einmal hier auf dem Platz waren vorher. Für Klausi ist das hier in Aachen sein erster Start. Das hier ist auch dieses Jahr für ihn auf Rasen sein zweiter Start. Er ist einmal in Oliva an den Start gegangen auf Rasen. Das ist schon für die Pferde gefühlt ein Unterschied, ob sie auf Rasen oder auf Sand springen. Das hier in Aachen, sowas kann man natürlich nicht trainieren, muss ich sagen. Das Stadion ist sehr, sehr imposant. Die Hindernisse sind sehr wuchtig, sehr rustikal, also machen sehr, sehr viel Eindruck auf die Pferde. Ja, ich bin mal gespannt. Also er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Sprungvermögen und ist auch eigentlich ein sehr mutiges Pferd. Aber klar, mit seinen 7 Jahren ist das hier, ist jedes Debüt in Aachen immer eine große mentale Herausforderung für das Pferd. Im Grunde hier starten die besten jungen Pferde der Welt mit den besten Reitern der Welt. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Also das, wie das Ergebnis nachher ist, ist jetzt für mich sehr, sehr schwer vorab zu schätzen.